Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zur Online-Sprechstunde. Heute geht es wieder um den Landkreis Leipzig. Herr Kreichen, schön, dass Sie bei uns wieder im Studio Hallo, sind sehr gern. Und zu den verschiedenen Themen, die uns im Landkreis beschäftigen, Auskunft geben. Sie, liebe Zuschauer, können uns dazu auch jederzeit gern Fragen an bürgerdialog@muldental.tv senden. Wenn es dann konkrete Fragen gibt, können wir die oder binden wir die ja auch wie bisher gerne hier mit ein. Wir fangen mit den politischen Entwicklungen an. Im kommenden Jahr ist ja großes Wahljahr 2024, Kommunalwahlen, Landtagswahlen, Europawahl. Mhm. Wie sehen Sie die aktuelle politische Tendenz? Also aktuell nämlich eine sehr unsichere Stimmung war, sowohl in der Bevölkerung wie auch im Bereich der Unternehmen. Wir haben auch drei schwierige Jahre ja hinter uns, die wirklich Krisenjahre waren. Nun bin ich fern davon, jede Situation als eine Krise zu beschreiben, aber so eine Pandemie und so ein Krieg so in Europa, das sind schon Krisen, die auch sich auf uns auswirken, wo die Menschen sich Gedanken machen. Und das nimmt man wahr. Ne? Es sind Situationen, wo der Staat sehr viel Geld in die Hand genommen hat für die Pandemiebewältigung. Auch aktuell zur Abfederung der Energiepreise sehr viel Geld in die Hand genommen hat. Und die Bürgerschaft fragt sich, so viel Geld für so kurze Zeit, zum Teil dreistellige Milliardenbeträge, wie will der Staat das zurückzahlen? Diese Frage steht im Raum, die Bürger umtreibt. Löst er es über Inflation, also über eine Geldentwertung? Die Sorgen bestehen, weil seit anderthalb Jahren ein deutlich gestiegenes Preisniveau an allen Stellen feststellbar ist und das nicht nur beim alltäglichen Einkauf und bei der Energie, sondern das zieht sich im Grunde durch alle Bereiche. Und in diese Unsicherheit kommt der Faktor dazu, dass wenn der Staat es nicht über die Inflation löst, dann löst er es vielleicht über andere erhöhte Abgaben, die den Unternehmern wieder die Luft zum Atmen rauben. Also das ist eine ganz, ganz unsichere Situation. Die Wirtschaftskraft hat im gesamten Land auch noch nicht das Niveau von 2019 wieder erreicht. Wir hatten eine große Rückgänge in der Bruttowertschöpfung in 2020, 2021 und aktuell dümpelt da die Wirtschaftsentwicklung so dahin. Ist noch nicht feststellbar auf dem Arbeitsmarkt, Gott sei Dank, aber so ein richtiger Schwung, den wir versucht haben zu nehmen nach der Corona-Situation, hat sich in der wirtschaftlichen Dynamik eben durch den Krieg nicht wieder gespiegelt. Und die Situation, die nehmen die Menschen auch zur Kenntnis. Sie sehen, dass deutlich mehr Flüchtlinge auch bei uns untergebracht werden. Im letzten Jahr allein bei uns im Landkreis 2.500 ukrainische Flüchtlinge. Und es ist mitnichten absehbar, dass sich an der Kriegssituation etwas ändert. Die Auswirkungen spüren wir nicht nur bei dem Thema derjenigen, die von der Ukraine zu uns kommen, sondern eben auch am Preisniveau, an gestiegenen Preisen für landwirtschaftliche Güter. Also eine sehr schwierige Lage, wo vielen die Orientierung fehlt. Und das führt zu einer hohen Unsicherheit, das ist nie gut. Auf die Flüchtlingszahlen kommen wir dann später auch nochmal zu sprechen. Der Sächsische Landtag geht ja gerade einen sehr aktiven Weg, um auch die Probleme oder die Themen vor Ort aufzunehmen und startete dort zuletzt in Kaditz mit einem neuen Veranstaltungsformat. Mhm. Staatsregierung im Gespräch heißt das. Die Kabinettssitzungen finden ja jeweils in den verschiedenen Landkreisen statt und am Abend vorher wurde da zum Austausch geladen nach Kaditz. Wie haben Sie den wahrgenommen? Na, das war ein sehr intensiver Austausch. Vor allen Dingen war es für diejenigen, die eingeladen waren, wir waren um die 160 Bürger und Bürgerinnen des Landkreises eingeladen, vor allen Dingen ehrenamtlich Aktive. Ne? Es waren eingeladen Vereinsvorsitzende, es waren Feuerwehrkameraden eingeladen, es waren ehrenamtlich Tätige aus den Gebietskörperschaften eingeladen, die das zum einen als Wertschätzung empfunden haben, wenn die sächsische Regierung im Landkreis unterwegs ist und einen Abend veranstaltet, dass sie mit dabei sein durften. Und auch mal mit fast allen Ministern, waren ja fast alle Minister anwesend, Ministerpräsident war anwesend, und dort einen lockeren Austausch pflegen konnten. Und sie konnten all ihre Themen dort auch adressieren. Die Minister haben das aufgenommen, die hatten da ihre Experten mit, die das auch aufgenommen haben. Ich hoffe, dass auch eine Rückantwort erfolgt. Ne? Das gehört ja auch dazu, dass man nicht nur die Themen aufnimmt, sondern auch eine Antwort dann erteilt. Aber das ist schon gut, wenn die Regierung danach am Menschen agiert und sich da auch mit denjenigen zusammensetzt, die in vielen Orten was bewegen. Sei es aus den Heimatvereinen, aus anderen Fördervereinen heraus, die eben auch die Hürden der Bürokratie erleben auf der einen Seite, die auch mal schildern können, was vielleicht gut läuft. Die Kommunalpauschalenverordnung zum Beispiel, aus welcher wir
die Leuchtturmprojekte finanzieren, einfaches, schmales Förderprogramm für viele Vereine, die da schon von profitieren konnten. Das war bei mir angekommen, dass das ein sehr gutes System ist. Aber auch Dinge, die nicht funktionieren, auch die sind an solchen Tagen anzusprechen. Und da ist gut, wenn diese Möglichkeit besteht, zum einen eine kleine Auszeichnungsveranstaltung zu machen an dem Abend, aber auch die Probleme direkt zu adressieren. Ist nur zu wünschen, dass es eben jetzt auch nicht im Zusammenhang mit der Wahl da besonders aufgesetzt wurde jetzt im Jahr 2023, weil die Probleme oder Themen sind ja vor oder nach einer Wahl vergleichbar. Wäre wünschenswert, wenn das vielleicht gelänge, das zu verstetigen, dass man es auch im nächsten Jahr wieder durchführt. War schön, dass der Startschuss auch im Landkreis Leipzig gefallen ist. Ja, der war gelungen und was ich rückgespiegelt bekommen habe, dass das auch ein gelungener Auftakt war. Das kann man auch bei Muldenthal TV aktuell im Regionalmagazin sehen. Auf unserem YouTube-Kanal finden Sie einen kleinen Einblick in den Abend. Sie hatten die Zahlen an geflüchteten Menschen angesprochen. In Deutzen möchte der Landkreis ein ehemaliges Arbeiterwohnhotel erwerben zur Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge. Ja. Dagegen gibt es einige Proteste. Wie sehen Sie hier die aktuelle Stimmungslage? Ja, es gibt vor allen Dingen Sorgen aus der Ortschaft, die man im Gesamtzusammenhang sehen muss. Der Ortsteil Deutzen, bis vor 8 Jahren selbstständige Gemeinde, hoch verschuldet, seit Anfang der 90er Jahre und damit über 20 Jahre auch nicht handlungsfähig. Das heißt überhaupt nicht handlungsfähig, was eigene Investitionen in die soziale Infrastruktur, Kita, Schule, Straße anbelangt, sondern im Grunde genommen in Stillstand verzeichnet hat und viele Jahre, wo andere Gemeinden gerade in den 90er Jahren das für ihre Investitionen nutzen konnten, mit hohen Förderquoten ihre Straßen in Ordnung gebracht haben, Kitas neu gebaut haben, Schulen saniert haben. Diese Zeit ging an Deutzen vorbei. Das muss man klar so sagen. Im Grunde ist erst in den letzten Jahren begonnen worden, jetzt mit den ersten Sanierungsmaßnahmen an den Straßen, mit einem Neubau einer Kita, diesen Prozess aufzuholen. Und insofern ist das von der Stimmungslage immer mit zu betrachten. Natürlich gibt es die Sorgen, die im Grunde auch an anderen Einrichtungen bestehen. Wenn man sich für ein solches Objekt entscheidet, das sind Sorgen für Sicherheit, das sind Sorgen, welche Leute kommen da, was passiert da hier im Umfeld, wie werden die betreut, was gibt es für Ansprechpartner. Das sind Dinge, die wir natürlich auch der Bevölkerung offenlegen werden, wenn wir wissen, wer der Betreiber des Objektes wird. Das ist Stand heute noch gar nicht klar. Sind auch die Kaufverhandlungen noch nicht geführt, sondern es war im Grunde erstmal eine Legitimation unseres Ausschusses, dass wir uns mit dem Grundstück und dem Objekt und dem Eigentümer zusammensetzen können. Und sobald die Dinge feststehen, werden wir das natürlich auch mit der Gemeinde und mit der Bevölkerung bekannt geben, wie die Dinge vor Ort laufen. Die Ursache eigentlich dessen, warum wir uns solche Objekte annehmen müssen, sind die im Frühjahr wieder gestiegenen Zahlen, die uns aus den Erstaufnahmeeinrichtungen zugewiesen werden. Und hier muss sich feststellen, dass es deutlich mehr Flüchtlinge aus der Ukraine gibt, die auch jetzt wieder ins Land kommen. Nach meiner Einschätzung nicht direkt von der Ukraine hierher, sondern das sind offenbar Menschen, die schon ein paar Monate in Polen, in der Tschechei oder in der Slowakei untergebracht waren und sich jetzt Richtung Deutschland entschieden haben. Wir haben jedenfalls noch vom Jahresanfang etwa mit 140 Menschen gerechnet, die wir jeden Monat unterbringen werden im Jahr 2023. Das ist schon eine Hausnummer, 140 Menschen jeden Monat in eine Bleibe zu organisieren, in eine Unterkunft, sei es eine Wohnung oder sei es ein Zimmer in so einer Gemeinschaftsunterkunft. Und diese Zahl ist Ende Mai von 140 auf 180 hochgenommen worden, entsprechend unseres Bevölkerungsanteils sind also jetzt 40 Menschen mehr. Das ist auch nur aus der Ukraine? Zunehmend. Es gibt natürlich auch alle sonstigen Herkunftsländer, die im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung durch uns untergebracht werden müssen. Da steht nach wie vor die Nation Syrien ganz oben. Die Fluchtsituation ist nach wie vor da, in der Regel auch gesteuert über Schleuser und Schlepper, ne, wie man das so kennt. Es sind Situationen, wo die Menschen aus Afghanistan kommen, aus dem Irak. Und das war vor einem Jahr noch nicht ganz so deutlich. Venezuela und auch Russland ist jetzt dazugekommen. Und bis diese Verfahren, ob ein Asylverfahren anerkannt wird oder nicht, eben entschieden wird, gilt die Unterbringungspflicht durch die Landkreise umzusetzen. Und da müssen wir uns auch entsprechend auf den Weg machen. Nun ist die Herausforderung eben für 40 mehr, das zu organisieren und das für jeden Monat. Nicht ganz so einfach, weil es an Unterkünften überall mangelt und natürlich auch an Betreuungspersonal überall mangelt.
Denn die Menschen sollen ja nicht sich selbst überlassen werden, sondern es muss eine soziale Betreuung gesichert sein. Und es muss auch eine sprachliche Schulung stattfinden, dass sie sich auch hier orientieren können. Gibt es da schon weitere Orte, die dort auch mit im Gespräch sind? Also aktuell nicht. Die 180 haben wir jetzt Ende Mai bekommen. Wir werden von unserer strategischen Ausrichtung bei unserer Linie bleiben, die überwiegend größte Anzahl an Menschen in Wohnraum unterzubringen. Das bietet sich an, weil da eine Integration auch verteilt über die Fläche des Landkreises am besten zu organisieren ist. Aber den Wohnraum zu akquirieren, das bedeutet ja auch Manpower aufzubauen. Die Wohnungen müssen nicht nur angemietet, sondern auch ausgestattet werden. Das ist von der Struktur in der Fläche des Landkreises schon eine Herausforderung, zumal es jetzt auch nochmal deutlich mehr werden. Insgesamt kann man sagen, 2600 Ukrainer aktuell bei uns in der Unterbringung und dazu nochmal 1800 Menschen aus den sonstigen Herkunftsländern, die wir aktuell in der Unterbringung haben. Das klingt nach einer großen Herausforderung, die es im Landkreis ja gerade auch in den verschiedensten Bereichen gibt. Die Muldental-Kliniken hatten wir ja auch sehr oft schon angesprochen, beschäftigen uns auch heute. Am 1. Juli wird die neue Geschäftsführerin dann offiziell ihren Posten antreten, ist ja auch jetzt schon berufen. In der vergangenen Sprechstunde haben wir nach der Kreistagssitzung die Entwicklung ausführlich besprochen. Wie stellen sich diese denn aktuell dar? Genau. Also wir haben nach der letzten Kreistagssitzung Frau Schütte, die dort zur neuen Geschäftsführerin gewählt wurde, auch gleich zur Geschäftsführerin bestellt mit der Wirkung zum 11. Mai. Das ist auch insoweit vollzogen. Es war aber von Anfang an Geschäftsgrundlage, dass sie natürlich nicht am Folgetag sofort beginnen kann, sondern dass ihr erster Arbeitstag, an dem sie regelmäßig vor Ort sein wird, der 1. Juli ist. Nichtsdestotrotz ist sie schon aktiv vor Ort. Ich bekomme auch positive Rückmeldungen aus dem Haus, was Kommunikation, was Umgang und was auch Wertschätzung miteinander anbelangt. Das tut auch gut, sowas in der Rückspiegelung zu bekommen. Sie ist bis jetzt, also in den Monaten Mai, Juni, immer etwa einen Tag in der Woche im Haus gewesen. Hat sich auch erstmal umgeschaut, vorgestellt bei verschiedenen Akteuren, die da auch wichtig sind, auf einen solchen Veränderungsprozess mitzunehmen. Und hat jetzt am 1. Juli ihren offiziellen Start. Das heißt also am 3. Juli, Montag, dem 3. Juli natürlich. Und wird schwerpunktmäßig natürlich die Vorgaben, die im Sanierungskonzept stehen, da hat der Kreistag ja ihr die Möglichkeit eingeräumt, bis 30.09. auch noch Veränderungen vornehmen zu können, diese Veränderungen einzubauen, auch auf ihre Tragfähigkeit hin zu bewerten. Und dann werden wir das gemeinsam auch in unseren Gremien uns anschauen, welche Optionen sich daraus ergeben. Die Sana-Kliniken in Burna sind ja in privater Hand. Das Unternehmen feierte kürzlich sein 60. Jubiläum und wohl auch 60 erfolgreiche Jahre. Ja. Wäre eine Privatisierung nicht doch besser für das Fortbestehen der Muldental-Kliniken gewesen? Oder kann die Entscheidung immer noch getroffen werden? Ja, das hatten wir alles, wie jede Entscheidung hat alles Vor- und Nachteile. Wir haben uns in unseren Gremien damit auseinandergesetzt. Die aktuelle Situation der Muldental-Kliniken und der Sanierungsprozess, der jetzt notwendig ist, weil einfach die Liquiditätssituation so war, wie sie uns im März angezeigt wurde, bedingt, dass wir das Unternehmen jetzt bis 2026 auf solide Füße stellen. Und das ist die Vorgabe auch aus dem Kreistagsbeschluss. Entschuldigung. Und das wollen wir auch tun. Mit vielen Unbekannten, die es da noch gibt und Rahmenbedingungen, die sich auch von Bundesseite her in den Ankündigungen fast monatlich ändern. Aber wir werden dann sehen, wenn das Gesetz da ist, wie die Finanzierung zum 1. Januar aussehen wird. Eine Privatisierung der Klinik ist theoretisch jederzeit möglich. Das muss man so sagen. Burna war ja auch mal ein kommunales Haus, war ja mal ein Kreiskrankenhaus, gemeinsam mit den Standorten Spenka und Schkeuditz damals. Aber der Landkreis Leipziger Land hat es veräußert. Nicht aus dem Grund, wie wir jetzt die Situation haben, sondern aus dem Grund, dass der Landkreis damals in einer ganz schwierigen finanziellen Situation war und auf die Einnahmen aus dem Verkauf angewiesen war. Diese Situation lässt sich nicht eins zu eins aufs Jahr 2023 übertragen, weil das private Interesse an dem Betrieb einer Klinik in der aktuellen Situation mit der Unsicherheit der Finanzierung in der Krankenhausfinanzierung aktuell in eine ganz große Unsicherheit auch bei privaten Betreibern hervorruft. Für die Klinik
bei uns, unserer Muldentalklinik, war unsere Einschätzung, eine Privatisierung würde weitere Einschnitte verursachen, als der Weg ohnehin jetzt vorgibt, weil ja ein privater Betreiber am Ende des Monats oder des Quartals ja auch eine Ausschüttung haben möchte. Eine Ausschüttung, weil er sagt, wenn ich mich betriebswirtschaftlich engagiere, dann mache ich das ja nicht zum Nulltarif, das ist ja kein eingetragener Verein oder eine andere gemeinnützige Organisation, sondern ein betriebswirtschaftlich agierendes Unternehmen, wie jede andere private Klinik auch. Wir als Landkreis haben seit vielen Jahren auf eine Ausschüttung verzichtet, weil wir sagen, das, was die Klinik erwirtschaftet, soll im Unternehmen bleiben und damit auch das Eigenkapital gestärkt werden für Investitionen und andere Dinge, die ganz einfach notwendig sind. Und damit wird der Sanierungsprozess, der jetzt ohnehin ansteht, nicht ganz so dramatisch verlaufen, wie es vielleicht ein Privater umsetzen würde. Das war unsere Entscheidungsgrundlage. Die Entwicklung beschäftigen ja vor allem auch die Menschen aus dem Wurzner Land und der Region. Eine Frage kam dort unter anderem auch auf, dass die Stadt Grimma wohl ein Grundstück neben dem Krankenhaus Grimma erworben hat und ob denn da nicht schon länger der Plan bestand, dass Stationen aus dem Krankenhaus Wurzen nach Grimma umverlegt werden und dort erweitert wird. Also ob die Stadt Grimma ein Grundstück am Krankenhaus erworben hat, das kann ich jetzt nicht bestätigen. Das ist ja auch nicht anzeigepflichtig uns gegenüber. Die Muldentalkliniken als Klinik oder als Gesellschaft haben keine Grundstücke erworben im Umfeld beider Standorte, nicht sowohl in Wurzen wie in Grimma nicht, weil ganz einfach für den Bedarf der Klinik das sich überhaupt nicht ableiten lässt. Insofern gibt es da jetzt nach meiner Einschätzung überhaupt keinen Zusammenhang. Wir sprechen oft über Fördergelder und dass Fördermittel auch hin und wieder ganz schön schwierig sind. Zumindest die Bürokratie dabei im Straßenbau, kommunalen Straßenbau, sieht das jetzt gerade ganz anders aus. Sie waren beim Spatenstich zur Erweiterung der S38 in Krethen vergangene Woche mit dabei. Dort wird einiges investiert und Sie haben dort eben auch davon gesprochen, dass es im kommunalen Straßenbau in den nächsten Jahren um einiges einfacher wird. Was hat sich denn dort geändert? Also die Maßnahme in Krethen ist wirklich ein großer Erfolg, so eine sehr komplexe Baumaßnahme, ne? Der Bau des Straßenbauamts, Bau der Landkreis, Bau die Gemeinde ein Stück mit und die Träger in der Abwasserentsorgung bauen mit, sind nicht ganz einfache Kreuzungsverhältnisse an der Stelle. Und es hat viele Jahre in der Vorbereitung bedarf, dass man das so auf den Weg bringen konnte. Insofern war es schon auch mal eine Würdigung in der Öffentlichkeit wert, dass dort der Spatenstich erfolgt ist. Im kommunalen Straßenbau hat die Staatsregierung in Dresden erkannt, dass es auch anders geht. Denn so wie es die letzten Jahre nicht ging, im Grunde, also muss man es ja sagen, nicht ging, weil kommunaler Straßenbau ausgefallen ist, faktisch, das war kein haltbarer Zustand. Und die Vereinbarung, die wir jetzt erreichen konnten, waren die, indem der Freistaat sagt, also das Geld, was ich für den kommunalen Straßenbau ausgebe, das bewirtschafte ich nicht im Wirtschaftsministerium selber, sondern das gebe ich dezentral den Verantwortlichen in den Kreisen und die einigen sich mit ihren Kommunen auf ein Gesamtpaket, was die nächsten 4 Jahre trägt, was auch sinnvolle Maßnahmen zulässt. Und das haben wir am Jahresanfang getan. Wir haben unser Budget bekommen für die nächsten Jahre. Wir wussten, wie viel aufgrund der Netzlänge auf die Kreisstraßen entfallen. Die Kommunen wussten, wie viel aufgrund ihrer Straßenlänge immer in Relation und im Verhältnis betrachtet auf ihre Stadt entfallen und konnten sich so sinnvolle Projekte in ihrer Stadt ausdenken. In der Regel natürlich nach der Notwendigkeit und nach auch anderen Baulastträgern, Abwasser, Trinkwasser, die vielleicht auch mitziehen, weil dann, sonst macht das ja keinen Sinn. Und dieses System ist tragfähig. Das ist noch kein halbes Jahr her, wo wir es installiert haben. Die Zuwendungsbescheide sind die Woche an alle Kommunen rausgegangen. Das heißt, jeder kann jetzt ins Verfahren gehen, kann die Ausschreibung vorbereiten, kann die Baumaßnahmen umsetzen und konnte vor allen Dingen den Prozess selber steuern. Weil die Gemeinde oder die Stadt oder auch wir als Landkreis wissen ja schon am ehesten, wo unsere baulichen Probleme liegen, wo die dicht befahrensten Straßen sind, wo wir Baurecht haben, wo wir loslegen können. Insofern haben wir jetzt nicht die Situation, dass wir 5 Fördermittelanträge nach Dresden schicken und vielleicht einen davon bekommen, sondern jetzt bekommen wir das Budget und entscheiden von der Priorisierung selbst. Das haben wir als Landkreis auch getan. Beispielsweise die Groß-Steinberger Straße in Nauenhof steht ganz oben an mit auf der Agenda. Und verschiedenste Brücken querverteilt über den Landkreis, weil die Brückenbauwerke in unserem Kreisstraßennetz aktuell baulich am defizitärsten sind und eh eine Sperrung stattfinden muss, weil vielleicht eine Brücke die Stabilität nicht mehr hergibt, großflächige Umleitungen die Folge sind, der Busfahrplan nicht mehr stimmt und so weiter, haben wir uns von der Priorisierung der Mittel für die nächsten 4 Jahre darauf verständigt, dass es vor allen Dingen beim Kreisstraßenbau in die Brücken geht. Die Kommunen haben ihre eigenen Prioritäten gesetzt, aber das werden Ihnen die Bürgermeister ja zu Ihren Sprechstunden sagen können.
wie zum Beispiel dann direkt im Anschluss oder jede Woche aufs Neue. Genau. Wir kommen zu dem Wirtschaftsstandort Landkreis Leipzig in Markranstädt. Weite vergangene Woche ein chinesisches Unternehmen seine Europafirmenniederlassung im Landkreis ein. Ich kann es leider nicht aussprechen, deswegen lasse ich es weg. Ming Zu. Genau die. Wie wirkt sich das unter anderem auf den Wirtschaftsstandort aus und gibt es dahingehend auch weitere Tendenzen von Ansiedlungen? Ming Zu ist ein chinesisches Unternehmen, wo im Grunde genommen der Spatenstich für deren Europazentrale schon 2019 stattgefunden hat. War damals auch ein gutes Zeichen, dass wettbewerblich die Gewerbe- und Industriestandorte bei uns in der Region auch international tragfähig sind, dass die Eigentümer sich für den Standort entscheiden und dass hier Industrieproduktion stattfindet. Ne? Da werden so Gussteile gefertigt am Standort in Markranstädt und die werden in alle Welt exportiert. Türkei war eines der Hauptzielländer, wo die Gussteile hin exportiert werden. Und dass die Einweihung erst im Jahr 2023 stattgefunden hat, ist Corona-bedingt. Viele Dinge, die doch in China anders gehandelt wurden zum Thema Corona, haben sich eben bis auf die Europazentrale ausgewirkt. Und allein, dass die kleine Delegation mit zur Einweihung dabei sein durfte, hat auch noch mal ein paar bürokratische Hürden gebraucht, die zu nehmen waren. Aber es ist dann gelungen. Und die Einschätzung, und das ist im Grunde genommen auch eine gute, die Einschätzung, dass diese industrielle Produktion am Standort funktioniert, ist eine gute, die im Grunde auch uns mal bestärken sollte und Optimismus zeigen sollte, dass wir gute, wettbewerbsfähige Standorte haben, die Europa und international auch mithalten können im Wettbewerb der einzelnen Länder untereinander bei solchen Investitionen. Und gibt es da weitere Tendenzen von Ansiedlungen? Es gab vor 14 Tagen, meine ich, eine sehr interessante Information aus Neukieritzsch. Neukieritzsch auf dem alten Standort einer Brikettfabrik in Großzessen, ich glaube Anfang des 20. Jahrhunderts, war eine Brikettfabrik gebaut worden, die lief dann 90 Jahre, bis sie dann 1992, 93 geschlossen und abgerissen wurde. Dort möchte ein Investor ein Rechenzentrum bauen, ein Rechenzentrum, welches ausschließlich mit erneuerbaren Energien betrieben wird, damit das eben durchzertifiziert werden kann. Und der Gemeinderat hatte dazu grünes Licht gegeben und ist jetzt ins Verfahren dazugegangen. Auch das zeigt, dass Standorte, die mal industriell geprägt waren, dass man nicht auf der grünen Wiese neu erschließen muss, durchaus auch interessant sind international für solche Bereiche. Jetzt ist natürlich ein Rechenzentrum nicht etwas, was große Wertschöpfung erzeugen wird, aber eine dreistellige Anzahl von Arbeitsplätzen bietet es auch und hilft natürlich dem Raum auch, der ja aktuell vor dem Strukturwandel steht, auch Industrie nach wie vor in der Region zu haben. Wir sind am Ende unserer Sprechstunde angekommen. Welche weiteren Themen beschäftigen Sie noch? Also ein Thema, das beschäftigt nicht nur mich, auch viele andere noch deutlich mehr. Und ich glaube, die Stelle ist ganz gut, um mal über die aktuellen Entwicklungen zu informieren. Was macht der Breitbandausbau im Landkreis? Wir sind da ja im Herbst letzten Jahres ausgebremst worden aus dem Förderprogramm, weil wir eben nicht berücksichtigt werden konnten. Das betraf damals das graue Fleckenprogramm, also die Erschließungsbereiche, die dann Richtung 100 Mbit liegen. Und wollten dies mit den Ausbauplänen, die wir für die weißen Flecke haben, gemeinsam kombinieren. Aufgrund des Fördermittelstopps war so ein Windhundprinzip und nur diejenigen sind berücksichtigt worden am Ende, die mit ihren Anträgen sehr zeitig dran waren, sind wir damals rausgeflogen aus der Förderung und haben unsere weißen Flecken jetzt gesondert uns angeschaut, sind um die 7000, hat das letzte Markterkundungsverfahren ermittelt, also 7000 Haushalte. 7000 Grundstücke, die außerhalb von Wurzenland und von Grimma liegen, weil dort der Ausbau ja eigenständig erfolgt. Wir haben im Mai dazu eine Ausschreibung für dieses Netz, dieser in etwa 7000 Grundstücke angestoßen. Die Ausschreibung betrifft jetzt die Verpachtung und den Betrieb dieses Netzes. Und wenn wir wissen, wer unser Pächter und Betreiber wird, dann werden wir den eng mit einbinden in die Phase, die jetzt ab Juli starten wird, nämlich die Ausschreibung für die Planung und den Bau dieses Netzes. Das ist ein großer Vorteil, wenn man weiß, wer ist dann später der Betreiber, dass der bei der Planung gleich mitspricht. Und dann wollen wir im Jahr 2024 auch mit dem Bau beginnen. Die Förderzusage für die weißen Flecke haben wir und versuchen unser ursprüngliches Ziel, das mit den grauen Flecken noch so ein bisschen übereinander zu legen, auch noch wieder aufzuholen, da die neue Förderung, die es für die grauen Flecke gibt, jetzt bekannt ist und kein Windhundprinzip mehr gilt, sondern eine Budgetierung für die einzelnen Bundesländer gemacht worden ist. Auch hier haben wir schon reagiert und das Markterkundungsverfahren für die grauen Flecke gestartet. Und im besten Fall gelingt es eben, beides übereinander zu legen.
Das Markterkundungsverfahren gilt auch für das Wurzenland und Grimma, weil wir hier in einem Raum zusammengefasst sind. Das heißt, Sie werden dann auch genau wissen, welche Adresspunkte im Bereich der grauen Flecken sind im Wurzenland zu erschließen und sind in Grimma zu erschließen. Und wie es dann organisiert wird, das werden wir dann mit den beiden Kollegen zusammen, wie auch bei anderen Themen, partnerschaftlich entscheiden. Das klingt nach positiven Entwicklungen im Breitbandausbau. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit wieder genommen haben. Und bei dieser Sprechstunde Rede und Antwort standen. Die nächste wird dann im kommenden Monat, Ende Juli, 27. Juli, stattfinden. Schicken Sie uns gerne Ihre Fragen an bürgerdialog@muldental.tv. Und bis dahin wünsche ich Ihnen einen schönen Sommer. Einen schönen Sommer. Bis dahin.